Simone Zöller und ihr neuer Firmenwagen. Keine Ahnung, was das ist. Es steht GT drauf, es steht AMG drauf und es ist ein Mercedes-Benz. Den fahren wir jetzt mal rein in ein Variomobil Platinum. Heiko steht neben mir, aber dich kann ich gerade nicht zeigen, weil wir ja zeigen wollen, wie es reingefahren wird. Ist das das Fahrzeug, was später da auch wirklich reinkommt? Ja, zumindest passt es rein. Ob der Kunde dann so ein Fahrzeug haben möchte, das kann der Kunde selber entscheiden. Ja, passen würde es zumindest. So, ich zeige immer noch nicht dein Gesicht. Heiko, stell dich mal kurz vor. Ja, Heiko Hülsmann, Diplom-Ingenieur bei der Firma Variomobil. Ja, viele kennen mich, glaube ich, schon. Ich bin seit 23 Jahren da und kümmere mich um all das, was irgendwie mit dem Wohnmobil zu tun hat. Vertrieb, Entwicklung, Konstruktion. Und ab und zu mache ich auch ein paar Videos. Fahrzeuge, wie viele habt ihr bisher gebaut, ungefähr, insgesamt, seit der Firmengeschichte? Boah, Sven, uns gibt es jetzt seit 40 Jahren. Und wenn man jetzt mal sagt, wir haben so im Schnitt 10, 15 Fahrzeuge gebaut, dann kann man vielleicht sagen, 500 Autos insgesamt. 500, die meisten fahren noch? Ja, durchaus, weil ja, die schon historische Kennzeichen haben teilweise. Manche wollen auch dann, auf ein anderes Chassis umbauen, weil die Motorleistung vielleicht nicht mehr so ausreicht. Aber die Kabinen, der Möbelbau, all das, was unsere Technik angeht, ist dann noch so gut, dass man das wirklich erhalten möchte und übernehmen möchte. So, jetzt mal eine Frage direkt. Der ist schon ziemlich press hier dran an der Wand, oder? Ja, klar. So. Ich meine, das ist schon ein breites Auto, ganz klar. Nein, das ist ein Millimeter, der noch ungefähr da ist. Gut, der ist jetzt vielleicht ein bisschen weit rübergefahren auf der Plattform, hätte auch weiter rechts stehen können. Aber es passt, es waren noch 4-5 Millimeter da. Ja. Wenn der jetzt so stehen würde und das sind jetzt 5-6 Millimeter dran, du würdest ihn ein bisschen weiter wegparken, ein kleines bisschen noch. Ich würde ihn eigentlich weiter rüberfahren. Ich hatte mir das noch nicht angeschaut, wie es hier auf der Messe ist. Aber gut, ja. Passt, aber wie gesagt, sicherheitshalber ein bisschen weiter rüber wäre dann schon sinnvoller. So, ein, zwei Takte zu dem Auto, was ist das? Das ist ein AMG GT Black Series. Limited Edition halt mit 700 PS oder 710 PS. Hat ein paar Highlights, ist breiter, hat so einen ewigen Heckspoiler, ist eigentlich für die Rennstrecke gemacht. Und, so. Hat er eine Straßenzulassung? Darf man damit Aldi fahren und so? Ja, darf man. Ganz normal, ja. Ist das hier? Ja, wie schnell? Wie schnell möchtest du fahren? Also, was ist denn die Maximalgeschwindigkeit? Das, was geht, keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Weiß okay. Ich nicht. So, also wir sind ja nicht hier wegen dem Mercedes-Benz, wir werden jetzt mal die Klappe schließen, denn das Besondere ist, auch das funktioniert auf Knopfdruck wie von Geisterhand. Ihr seid Fahrzeugbauer aus Leidenschaft, ihr baut sogar für Banken, für Funkhäuser baut ihr Ü-Wagen. Also das ist wirklich für den hochprofessionellen Bereich, das heißt, der Kunde, der ein Reisemobil kauft, kauft ein professionelles Fahrzeug. Ja, vor allen Dingen musst du dir vorstellen, dass so gewerbliche Autos wie eben so eine mobile Bank oder sowas, das sind Fahrzeuge, die sind, ich sag mal, 300 Tage im Jahr jeden Tag 8 Stunden frequentiert. Und von Personen, also wir haben auch Untersuchungsfahrzeuge gebaut, wo dann nachher Mitarbeiter verschiedener Firmen untersucht werden und die haben dann vielleicht auch mal 150 Kilo und Schuhgröße 47 und die sind in dem Auto unterwegs mit Umziehen und Hörtest und so etwas und das muss so ein Fahrzeug können und daran erkennt man die Robustheit unserer Fahrzeuge und das ist im Wohnmobilbereich genauso wie im gewerblichen Bereich sind die gleich gebaut. So, mal eine ganz blöde Frage, das ist Silber. Ist das dasselbe Silber wie das Silber? Jawohl, Hightech Silber, die gleiche Farbe wie auf dem AMG GT. Das ist die identische Farbe? Das ist die identische Farbe, ja. Die habt ihr angemischt oder kann man die kaufen bei Mercedes? Die könntest du kaufen, ganz normal. Und die haben wir hier halt übernommen, weil es halt schick ist. Ne? Das ist ein Effektlack, so ein kleines bisschen. Ist das schwer zu lackieren? Nee, also der ist jetzt nicht so wahnsinnig effektvoll. Das ist noch leicht zu lackieren. Da gibt es aufwendigere Farben, ja. So, das ist jetzt quasi ein Schlitten, der rausfährt. Bei vielen anderen muss man ja hochfahren. Das wäre hier, glaube ich, bei dem Fahrzeug nicht so stilvoll, weil da muss ja auf jeden Zentimeter geachtet werden. Du kannst ihn von außen ganz genau parken, fährst ihn hoch. Ist der zu verzurren auf der Plattform? Der ist zu verzurren, auf jeden Fall. Über die Räder ist er zu spannen. Und um ihn einfach zu sichern für den Transport.
So, hier sind wir und jetzt zeige ich mal dein Gesicht. Das bist du. Die meisten kennen dich ja schon. Leidenschaft bedeutet, dass jemand, der auf ein Vario, ich sag mal, abzielt, wie lange warten muss im Moment? Naja gut, wie bei vielen anderen auch, 2,5 Jahre. Das ist einfach der Vorlauf, den wir im Moment haben. Nicht die Produktionszeit, sondern die gesamte Wartezeit, Vorlauf und Produktionszeit. Und das ist egal, ob es ein Star 800 ist oder ein Perfect 1200, wie wir ihn hier sehen. Der Produktionsplatz, der nächste Produktionsplatz wäre Anfang 25 frei. So, Perfect 1200. 1200 steht für 1200 Zentimeter? Genau, das ist die Länge. Also 12 Meter lang, das Maximale, was wir so dürfen. Wir haben hier einen Dreiachser, wie man hier sieht. Auf dem Mercedes Actros ist es gebaut mit 530 PS. Die Nachlaufachse ist gelenkt und das ist das, was das Auto schön wendig macht. So, Simone, geh mal bitte davor, mach mal den Hannes bitte, dass wir den einmal kurz kriegen. Da ist sie. Und einmal näher kommen bitte. So, du bist nämlich sehr weit weg. Jetzt haben wir mal gesehen, wie es ist. Und jetzt einmal quer bitte die Arme. So. Ja, sehr schön. Und nochmal zurück. Dankeschön. Ich brauche nämlich ein Startfoto dafür. Und das hier ist genial. Das ist so quasi deine Schoko-Seite. Die hast du gezeigt. Du bist direkt am Eingang dran. Und die Leute kommen drauf. Nebenan darf ich das zeigen. Herr Volkner hat den zweiten Platz gewonnen. Hast du schon mal einen Award bei Autobild gewonnen? Ja, klar. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns angemeldet hätten, hätten wir da auch wieder irgendwas abgeräumt gehabt. Ja. Aber wir haben uns dieses Jahr nicht angemeldet. Und ja. Alles gut. So, ihr seid eher so die Leute, bisschen mehr Understatement. Den Gerhard habe ich ja gefilmt, ja, das geht richtig ab wie Schmitz Katze. Ihr baut ein paar mehr Autos, muss man auch sagen, oder? Wir bauen ein paar mehr Autos. Ich sag mal, das, ja, die Optik ist auch eine ganz andere, würde ich sagen. Die Technik ist eine andere. Und wir sprechen einen anderen Kunden an, zumindest von der Schlichtheit her. Also ich sag mal, wir machen das alles recht schlicht und trotzdem elegant, ohne jetzt irgendwie mit Blink-Blink da zu prunken. Welchen Kunden sprecht ihr dann an, wenn ich fragen darf? Oder kann man das so pauschal überhaupt sagen? Ja, das kann man sagen. Also auf jeden Fall technikaffine Kunden, die Lust auf Technik im Detail haben, auf Qualität haben. Also wir haben hier Kunden, die dann wirklich die Klappe aufmachen, sich die Schlossverkleidung anschauen, Scharniere anschauen und sagen, Mensch, das haben wir ja so noch nie gesehen, das ist ja hat ja mit Caravaning nichts mehr zu tun. Das ist ja reinrassiger Fahrzeugbau und das macht den Leuten Spaß und die sagen, Mensch, das wollen wir haben. Da kann man sehen, dass das langlebig ist und ja, für die Ewigkeit gebaut ist. Geht es da ab einem bestimmten Alter erst los? Also ich meine, man braucht ja auch das nötige Kleingeld dafür, aber könnt ihr sagen, ab dem Alter haben wir Kunden oder geht es da auch schon früher los? Also man muss sagen, dass die Kunden immer jünger werden. Mhm. Das heißt, ja, ich würde sogar sagen, ab 40 ist es mittlerweile so, dass Kunden bereit sind, so ein Fahrzeug zu übernehmen und auch die finanziellen Möglichkeiten dann haben. Okay. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, wenn es dann ein Kunde ist. Ja, vielleicht ist er im Motorsportbereich unterwegs, kennt sich natürlich dann auch mit Fahrzeugen aus, guckt auf eine Technik und sowas. Das macht natürlich unheimlich Spaß. Ja, wir können hier vorne die neue Frontmaske sehen. Da haben wir ein eigenes Video zu gedreht. Wir waren bei euch im Boomte, haben mal nachgeschaut. Und ihr habt ein spezielles Verfahren entwickelt, wo die einen riesen Bohai drum gemacht haben. Denn ihr habt wirklich die Technik entwickelt, das so perfekt zu machen in Eigenregie. Das ist kein Formteil, das ihr irgendwie zukauft, sondern diese Frontmaske baut ihr komplett selber. Richtig. Und das ist halt recht aufwendig. Warum ist das so aufwendig? Weil du hier unheimlich viele Sicken hast. Ja? Du hast hier Vertiefungen, du hast hier unten so Streben. Das heißt, das ist ja ein Teil, die Frontstoßstange. Und die muss in einem Stück gefertigt werden. Und je mehr Sicken, je mehr Vertiefungen du hast, umso schwieriger ist es, sowas im GFK-Laminatverfahren beziehungsweise hier im Infusionsverfahren, so heißt es, darzustellen. Aber das haben wir hingekriegt und ja, haben da auch schon von dem Wettbewerb mehrere Lobeshymnen gehört, wo sie gesagt haben, Mensch, das sieht schon toll aus und das ist schon Automotive-Qualität, Hut ab.
Ja, man sieht hier sehr schön das neue Design. Das ändert ihr nicht jeden Tag. Und wenn ihr es ändert, sehr behutsam. Schönes Detail, die Scheibe ist geklebt. Jawohl, die Scheibe ist geklebt. Macht natürlich nochmal einen richtig eleganten Eindruck, weil es so fein ist und sich super hier in dieser Frontmaske integriert. Zusammen mit den Mirror Cams, die du hier siehst, hat das schon fast ICE-Charakter, finde ich. Und man sieht förmlich, dass das Auto, wenn man es so sagen kann, für die Größe einen ganz guten CW-Wert hat. Und ich finde, das macht schon Spaß. Also vor allen Dingen hebt sich das ab von allen anderen. Das ist ein eigenes Design und wir werden es mit Sicherheit nicht so schnell ändern. Und wir werden es auch nur dann ändern, wenn wir bessere Ideen haben. Nicht einfach nur, um was zu ändern, sondern wenn dann, um es zu verbessern oder schöner zu machen. So, Simone hat eben gesagt, naja, ich sehe ja hier gar keinen Unterschied zu den anderen. Ich bin da ehrlich. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich habe gerade noch gedacht, kann man die Frage stellen, so direkt zur Konkurrenz. Aber was ist denn jetzt hier anders? Das Ding kostet 1 Million oder ich glaube über 1 Million hier, was hier steht. Oh, Sven, du bist einfach zu offen. Hast du das wirklich gesagt? Ja, ich habe ihn gefragt, wie kann man denn jetzt, also was unterscheidet euch jetzt von Concorde, von Morello? Siehst du, und das ist nicht unser Kunde. Der Kunde, der sagt, ja, das Auto hat ja auch 2 Achsen und schwarze Räder, dem werden wir nie ein Auto verkaufen. Ja. Das ist jemand, der das sieht, vielleicht auch nicht auf den ersten Blick, aber zumindest nach einer Erklärung, sodass man sagt, Mensch, guck dir so einen Aufbau an, den GFK-Aufbau, guck dir die Lackierung an. Das ist eine händische Lackierung, die hast du so bei den Serienfahrzeugen. Darf ich dir mal eine Anekdote erzählen? Ja? Wir beide kennen einen Händler, der auch ein Vario fährt, ja, der eine andere Marke vertreibt, ich will jetzt nicht sagen wer, aber der fährt selber ein Vario. Wenn du mit dem Teil, mit einem Vario-Mobil auf den Campingplatz fährst, dann erntest du von den Morello-Kunden, also nichts gegen Morello, sondern die kommen alle und jetzt überleg mal, Morello ist ja auch nicht billig, ja? Und dann kommen die Morello-Kunden und sagen, da vorne kommt ein Vario, weißt du? Und dann, der muss unglaublich viel, weißt du, das sagt Morello-Kunde, ja? Der muss unglaublich viel Geld haben. Naja, jedes Fahrzeug hat seine Berechtigung, das muss man ganz klar sagen. Da liegt Geld dazwischen, das darf so sein, das muss auch so sein, weil wir ganz anders herstellen, eine ganz andere Qualität darstellen. Der Kunde muss halt bereit sein, das zu zahlen. Der ist verriegelt. Da müsste ich eben die Zentralverriegelung aufmachen. Du magst? Bitte, wir wollen mal reinschauen. Da kann ich dir Simone erklären, was ein bisschen anders ist. Ja, dass wir das mal sehen. Simone. Also man muss auch dazu sagen, ich habe es ja noch nicht von innen gesehen. Vielleicht nach dem Video sage ich dann auch, okay. Es war zu voreilig. Es ist ein Kultobjekt. Also ein Vario-Mobil in der Größe zu fahren, ganz ehrlich, wir reden hier von einem Fahrzeug, das so perfekt ist, ja, dass, ich sag mal selbst, Herr Volkner, sage ich jetzt mal, den Kollegen Hülsmann, also ich nenne immer gern Herrn Volkner, weil der macht das recht gut, aber Kollege Hülsmann und Volkner, ich glaube, ihr beide könnt euch die Hand geben, oder? Naja, die machen das beide gut, oder? Wir sprechen halt zusammen und na klar baut Gerd schöne Fahrzeuge. Design ist immer Geschmackssache und der eine macht so, der andere macht so. Aber sicherlich baut die Firma Volkner schöne Autos, ja. Ja, ich darf dir mal ein Kompliment geben. Ja, man sieht ja leider nicht, was jetzt hier eingebaut ist. Da könnte jetzt zum Beispiel, könnte da jetzt ein Actros drunter sein. Was ist jetzt drunter in dem Fall? Ja, ein Actros, ein 26-Tonner mit 530 PS. Ja, also das, was geht. So, und man könnte jetzt auch einen Mercedes-Benz-Stern vorne drauf machen, weil ich behaupte mal, dass die Qualität, wie ihr ausbaut, erst aus Rüsterqualität bei Mercedes-Benz sein könnte im Bereich S-Klasse. Korrekt? Das dürften wir sogar. Wir dürften Mercedes-Stern drauf machen. Letztendlich haben wir unser eigenes Logo drauf. Ich sag mal, das ist dieses langgezogene V. Das soll jetzt über die Jahre die Identität sein. Und ist schön, gell? Sehr schön. Das ist, glaube ich, wichtig. Du willst zeitlos sein. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr eine eigene Identität habt. Ihr habt einen eigenen Brand, ja. Und der Brand heißt eben Vario Perfect und Vario Mobil. Und das ist. Euch gibt es seit ewigen Zeiten und fast alle fahren noch. Und selbst die, ich sag mal, die kleine Varios fahren, ja. Es gibt ja auch kleine Fahrzeuge, unter 7,5 Tonnen baut ihr welche. Die sind genauso stolz und begrüßen sich. Und das ist eine ganz große Fangemeinde. Naja, das ist halt fast wie eine kleine Familie, ne? Und das ist nicht so, dass der Kunde nur eine Nummer ist, sondern der Kunde hat einen Namen und wir kennen uns. Ja, klar.
Vorsicht, ich weiß nicht, ob er es aushält. ja, vielleicht mal, gerade reich. Kurz, das ist alles hier, ich nehme mal an, das ist Holzaufbau hier unten drunter. Birkenpressholz. Ja, klar. Nee, das ist eine GfK-Sandwich-Bauweise, genau wie so eine Seitenwand auch aufgebaut ist. Baut man natürlich so ein Staufach auch auf. Es muss ja isoliert sein. Du siehst dort die Beheizung hinter Simone. Und damit ist es perfekt isoliert und beheizt im Winter. Ja. So, da unten ein Energieverteiler Mercedes-Benz, das ist die Aufbautechnik von dem Fahrzeug, oder? Ja, hier sitzen ja normalerweise an dieser Stelle die Starterbatterien, original von Mercedes. Und somit auch ein paar Verteilerpunkte, die wir hier dann belassen. Wir bauen zwar die Batterie weg, hinten ins Heckstaufach, aber der Punkt bleibt hier, sodass jeder Mercedes-Händler nachher den Punkt hier an der Stelle wiederfindet, wo er den gewohnt ist. Ja, ein schönes Detail ist, zufälligerweise öffnet die Klappe auch nur bis hierhin. Das macht Sinn, wenn der Slider draußen ist. Aber die Spaltmaße, ich filme jetzt mal kurz hier rein, dann gehe ich auf die andere Seite. Die Klappe wiegt wie viel? Was denkst du? Ach du, das kann ich dir gar nicht sagen. Müsste ich schätzen. Also 60 Kilo? Ja, irgendwie. Nee, wird sie nicht wiegen. Also 30. 30. 30 ja. Kilo. So. Und das ist, ich denke mal, egal wo du hinguckst, du kannst alles zeigen. Ja, ich denke schon, weil schau dir das an. Das ist ein schöner, gekanteter Alukasten mit Edelstahlschrauben hier an der Stelle. Hier geht halt die Schlosstechnik dann hinterher, wo das zentrale Schloss hinter ist oder abgedeckt ist. Und das sieht halt auch in 10 Jahren noch so aus. Ne? Hammer übrigens bewiesen. Ja. Wir haben viele Fahrzeuge schon gezeigt, die ein bisschen älter sind. Das ist so. Es gibt ein Aufbauhersteller-Handbuch pro Fahrzeug. Das heißt, ich habe ja hier kein abkippbares Fahrerhaus mehr, sondern die Klappe muss genau an der Stelle sein, in der Größe, glaube ich, dass die Servicetechniker da später rankommen. Hast du das Handbuch gelesen von Mercedes-Benz? Ja, so ab und zu mal wäre es schon wichtig, die Aufbauherstellerrichtlinien zu beachten, weil nur so darf man aufbauen. Darf jeder Mercedes-Benz Aufbauer werden oder ich sag mal Hersteller werden? Nein, es gibt einen Qualified Partner. Das heißt, du musst nach bestimmten Richtlinien deinen Betrieb führen und da schaut jemand, eine Prüfkommission von Mercedes, ob das so ist und ob die meinen, naja, dass wir das richtig handeln, so wie die das auch in ihrem Werk machen. So, was ist das für eine Felge? Das ist eine Alcoa-Felge mit einer Dura-Breitbeschichtung, 11 Zoll breit und durch die Dura-Breitbeschichtung halt schön pflegeleicht. Das Ganze ist so unscheinbar, aber diese Felge, was kostet die? Nur diese eine Felge? Ich kann es dir nicht sagen, 2000 Euro. 2000 Euro, so, das ist die Speerspitze im Lkw-Bau. Also Alcoa, ich glaube, die Leute, die wirklich Scanias fahren und sich, ich sag mal so, ganz richtig was auf sich halten, die machen Alcoa rein. Aber das ist die Summe von allen Komponenten. Ihr habt hier nur Hightech verwendet, Stunden Arbeitszeit. Reden wir hier über 8000 Stunden bei so einem Auto? Kommst du nicht mit hin. Also bei so einem Fahrzeug 12 Meter in der Platinum Edition, bist du bei 9000 Stunden ungefähr. 9000 Stunden und ja. Ihr zahlt ja euren Leuten jetzt nicht Mindestlohn, der da ist. Ich glaube, das ist die Summe von allen Teilen. Es ist das Basisfahrzeug, es sind die Materialien, es ist der Strom, der mittlerweile immer teurer wird, muss man sagen. Heizöl, Diesel, Produktionskosten und so weiter. Auch ihr musstet die Preise erhöhen, oder? Selbstverständlich. Das ging gar nicht anders, weil jeder Zulieferer die Preise erhöht hat. Und so mussten auch wir uns anpassen, ja. Das ist so. Also nur nochmal, bitte. So ist es, habe ich nur gesagt. Ja, bitte mal schließen, Heiko, denn... Simon, vielleicht willst du mal schließen und mal fühlen, wie sich das so anfühlt. Und du kannst ruhig zum Schluss mal fallen lassen, genau, und dann mal sagen, ob sich das so anfühlt wie bei allen anderen. Oh, hast du das Geräusch gehört? Ja. Dumpfes. Ich muss sagen, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil das müsste ich, glaube ich, im Vergleich sehen, aber ja, ist auf jeden Fall... Ist es so... Du hast ja normalerweise bei Morillo so Seitenklappen, ja, das ist, ich sag mal, die sind hier vorne, das ist auch alles total klasse, das ist ein System, ihr baut ja ganz anders, diese Fahrzeuge hier werden gebaut, zunächst der Möbelbau, der kommt rein und dann werden die Seitenwände angebracht, ja, bei euch ist das ein bisschen anders, meistens bleiben die Slide-Outs, die werden erst ganz zum Schluss eingebaut, damit ihr genug Platz habt zum Einladen, aber das komplette Fahrzeug ist erstmal fix und fertig, da ist noch nichts drin, oder? Genau, wir machen erst die Rohkarosse. Das heißt, die leere Kabine steht dort und ist im Prinzip selbsttragend. Und dann setzen wir die Möbel ein oder eben auch die Technik. Das Schöne ist, dass du dann natürlich, ich sag mal rein theoretisch nach 10 Jahren, 20 Jahren sagen könntest, alles mal raus, neuer Möbelbau, weil er mir nicht mehr gefällt oder sonst irgendwas.
Das ist doch schon passiert, muss man sagen. Leute kamen zu euch, haben gesagt, einmal Update bitte. Genau, mal ein bisschen überarbeiten. Und das ist natürlich eine ganz andere Stabilität und Solidität nachher aufs ganze Fahrzeug bezogen, ne? Wenn ich den Möbelbau nicht unbedingt in eine Statik mit einbinden muss. Also nicht, dass das andere jetzt nicht fährt oder so, sondern ich sag mal, die Stabilität ist das, ich sag mal so, das ist jetzt kein Monocoque, sondern wir haben hier GFK-Seitenwände, wir haben hinten, ich sag mal, das Ganze ist ordentlich angearbeitet, aber vorne zum Beispiel ist das so angearbeitet, dass das alles eine Einheit ergibt, oder? Ja, das ist eben das Schöne. Wenn du eine GFK-Seitenwand hast, so wie wir es hier haben, und eine GFK-Front hast, ja, dass das nicht ein Teil ist beim Herstellen, ist doch klar. Sondern es entsteht eine Seitenwand und die Front ist ein separates Teil, was man dann da ansetzt. Aber jetzt sieht es eben so aus, als wenn es ein Teil wäre. Hier siehst du keine abgespritzte Naht, eine versiegelte Naht. Nein, es ist ein laminiertes, anlaminiertes Teil und somit eine Einheit. Das ist so. Ja. Entscheidend ist natürlich auch der Kundengeschmack. Die Leute hier auf der Messe können alles testen. Sie können Sachen ausprobieren. Sie können sich von einem ins andere praktisch begeben. Und Simone war ja schon in ganz, ganz vielen drin. Und Simone, ich guck mal in deine Augen. Mhm. Du willst da rein, oder? Ja, schon. So, komm, da gehen wir noch mal kurz außen rum. Slide-Outs, 3 Stück. Ist das das größte Modell, was ihr habt? Ja, 12 Meter. Länger dürfen wir leider nicht. Das ist das Größte, das Maximale, was man so machen kann. So, wir gehen mal kurz herum. Ich zeige mal ein kleines Detail. Wie ist das realisiert? Hydraulisch hier, die Klappe? Ja, die Klappe ist hydraulisch. Du siehst die Hydraulikzylinder da oben. Genau wie die Plattform ist auch hydraulisch. Das brauchst du bei den schweren Fahrzeugen, bei den schweren PKWs, um dann wirklich da die Kraft zu haben. Ist das die Heizung? Nein. Das ist eine Entlüftung von der Garage, vom Heckstaufach. Wenn du das Fahrzeug, den PKW, da warm reinfährst und der ausdünstet, ja. Es gibt eine Zuluft im Boden und eine Abluft hier oben und so hast du eine schöne Zirkulation, somit dass da keine Dünste entstehen in der Garage. Und Heizung, was habt ihr da verbaut? Eine Scherheizung, eine Dieselheizung mit 17 kW. Die brauchst du bei so einem Fahrzeug, gerade wenn du 3 Slide-Outs hast, um dann einfach die Heizleistung zu haben. Ja. Schönes Detail da hinten ist der fette Kasten Victron Energy. Ja. Der Herr Victron, du hast ihn ja persönlich kennengelernt, das ist schon wirklich, ist hier auf der Messe, man nennt ihn Herrn Victron, habe ich ja letztes Mal gehört, ja. Das ist so da. Ist das ein 8 kW oder was habt ihr da reingemacht? Nee, das ist jetzt ein 5 kW, ein 5000er, aber es gibt auch ein 8 kW. Das ist eigentlich immer Kundenabsprache, was will der Kunde mit dem Fahrzeug machen, was brauche ich? Und ja, das ist ja ein Ausstellungsfahrzeug, der nach unseren Vorstellungen entstanden ist. Da ist ein Aussteller. Mhm. Ist es schon verkauft? Ja. Sehr fein. Ich glaube, ansonsten wäre er gleich verkauft gewesen. Das ist so. Wir haben vor 2 Jahren ein Fahrzeug, was ihr gar nicht verkaufen wolltet, verkauft. Ja, das war ganz witzig. Erzähl mir die Geschichte. Da habt ihr das erste Mal das Bussystem getestet und du hast mir ganz groß in dem Video erzählt, dieses Fahrzeug werden wir ein kleines bisschen länger behalten und so weiter. Dann kam ein Kunde und hat euch ein unschlagbares Angebot gemacht. Ja. Er hat das Video gesehen, kann sich noch daran erinnern? Ja, klar. Nein, das Fahrzeug wurde dann verkauft, aber eigentlich schon so, wie ich es vorhatte. Es wurde bei uns länger gehalten, um eben das System zu testen. Und der Kunde konnte nicht direkt das Auto übernehmen, sondern ein paar Monate später. So, sind hier Fahrräder drin? Oder kann man das auf Kundenwunsch machen? Das kann man auf Kundenwunsch machen, aber in der Tat ist es natürlich bei so einem breiten Fahrzeug schwierig, hier neben dem PKW noch mit Fahrrädern klarzukommen. Das geht dann mit Mini-Garage oder Smart-Garage sehr gut, wie wir das nachher bei anderen Fahrzeugen sehen können. Sensationell, komm mal bitte rein. Wir haben nämlich eine neue kleine Revolution. Ach, es gibt eine Klappe. Ich mach's ein bisschen einfacher. Ja. Ihr habt Liontron jetzt erstmalig in einer größeren Form. Warum? Ja, das ist ja die Arctic-Version. Das heißt, die Batterien sind beheizt. Und du hast nachher im Winter keine Sorgen, dass die Ladung nicht stattfindet, wenn die Batterien zu kalt werden. Also das ist Liontron mit drin, das sind die Starterbatterien hier. Diese 4 kleinen Blöcke, die hier stehen, das sieht so winzig aus. Du kannst dich noch daran erinnern, Bleigel, das Äquivalent dazu in Bleigel AGM. Wie groß wäre das? Ja, vor allen Dingen, wie schwer wäre das? Gigantisch viel mehr. Und das ist schon eine schöne Technik heute. Du guckst jetzt auf 1200 Amperestunden. Ne?
1002 auf 12 Volt oder auf 24? Ja, 12 Volt. 12 Volt. So, dann gehen wir mal hoch und dann zeigen wir das mal ganz kurz. Das ist die Mimik, das ist der Victron Energy Quattro 5000. Der macht was ganz genau? Das ist ja eine Ladegerät-Wechselrichtereinheit. Das heißt, der sorgt dafür, einmal die Batterien zu laden und zum anderen, wenn ich nicht am Strom, am Außenstrom hänge, zu sagen, ich liefere 230 Volt für den Innenraum, um, ich sag mal, eine Mikrowelle zu nutzen oder ein Kochfeld oder ein Föhn. Und somit nimmt der aus den Batterien, die wir gerade gesehen haben, 12 Volt, formt die um in 230 Volt, sodass der Kunde im Fahrzeug 230 Volt nutzen kann. Wenn ein Selbstausbauer, der das gut kann, der sich einen VW-Bus baut, man kann ja hier vieles abgucken, ja, wie man es, ich sag mal, perfekt macht mit allem drum und dran, dürfen die mit dir reden? Also wenn die mal Fragen haben und so, du bist hier greifbar auf der Messe. Also ja, du bist nahbar. Wenn ich helfen kann, kein Problem, ja. Ja, weil es sind ja so ganz viele, die sagen, Mensch, das ist schon gut gemacht, so würde ich es auch gerne machen. Aber das ist ja nicht, ich sag mal, ein Mann, der da an einer Stelle wie so ein Fahrrad zusammenbaut, sondern da sind ja unglaublich viele Leute mit beteiligt. Ihr habt Stationen, gell? Naja, das bin ja auch nicht ich, der so eine Technik da alleine macht, sondern das sind ja unsere Fachleute, die wissen, was sie zu tun haben und die dann eben so ein Fahrzeug dementsprechend passend zusammenstellen. Keramik? Ja, genau. Hast du gehört? Keramik, habe ich gefragt und die Antwort war, ja, genau. Was ist hier Keramik? Die Bremse, oder? Die Bremse, ja, die Bremsscheibe. Letztens hat jemand gesagt, Mensch, die Scheiben sind ja schon kaputt, die sind ja ganz gerissen. Ja. Das war bestimmt ein gerissener Typ, oder? Ja. Aber was hat das für einen Vorteil mit Keramik? Die sind halt unheimlich stabil, die verschleißen so gut wie gar nicht. Okay. Du kriegst kein Bremsfading, halt für Rennautos gemacht. Das Problem ist so ein bisschen, wenn die so ein bisschen Steinschlag kriegen, also du in der, abseits der Piste immer unterwegs bist, dann ist es ein bisschen schlecht. So, gut. Das ist noch ein Slide-Out. Wir haben also wirklich eine sensationelle Anzahl von Slide-Outs hier drin. Drei Stück, korrekt? Ja. Und dann auch noch 12 Meter, also Wahnsinn. 12 Meter, so. Das ist eine Achse. Das Besondere hierbei ist bei dem Fahrzeug 1,75 Millionen. Ja, ich habe das mit den Nullen gemacht. Fahrzeuggrundpreis sind 1 Million Euro. Dafür bekomme ich ein Fahrzeug, das fährt schon? Vom Grundpreis her meinst du? Ja. Ja, ja klar, das ist ein vollständiges Fahrzeug, ist aber kein realistisches Fahrzeug. Das ist so ungefähr wie bei einem PKW, den kannst du auch nicht wirklich zur Grundausstattung kaufen. Irgendwie so ein paar Optionen möchte der Kunde meistens schon dann wählen. Könntest du mir das Preisschild schicken später? Dann kann ich das mal als in die Videobeschreibung reinmachen, weil der ist ja volle Hütte, oder? Der ist volle Hütte, eben mit dem Platinum-Paket. Ja, kann ich machen, klar. Ihr seid Fahrzeughersteller. Das Besondere ist, ihr habt keinen, ich sag mal, Partner, der euch Fahrgestelle baut. Oder ich sag mal, hier diese Anordnung der Achsen, das könnt ihr selbst bestimmen? Also Abstand der Achsen und so weiter? Ja gut, wir können die Radstände ändern. Heißt, Abstand Vorderachse, Hinterachse müssen wir auch manchmal verändern, je nach Länge. Das macht ihr selber? Das machen wir selber bei uns, ja klar. Um einfach an die Gegebenheiten, an die Fahrzeuglänge, Gesamtfahrzeuglänge anzupassen, um ein optimales Verhältnis zu kriegen zwischen Radstand und Überhang. Also das, arbeitet ihr nur mit Mercedes zusammen oder auch mit anderen Firmen? Nein, wir sehen hier zum Beispiel im Hintergrund ein Vario Star. Das ist ein neu aufgelegtes Auto auf dem MAN TGL. Und noch weiter links das gleiche Fahrgestell, auch ein MAN TGL, aber eben als Vario Perfect. Wenn wir hier jetzt schon mal so unterwegs sind, könnten wir gleich mal von vorne schauen. Ist eigentlich ganz beeindruckend, weil wir da ein Familiengesicht geschaffen haben. Ja? Wenn wir noch mal weiter zurückgehen, siehst du beide in einem Bild und man sieht, wo die Autos hingehören. Und das wollten wir halt. Das links ist der kleine, den wir gefilmt haben, der 7,5-Tonner? Genau, das ist jetzt der Vario Star hier links. Der hat jetzt 2 Scheinwerfer, rechts der Perfect hat 3 Scheinwerfer, aber man sieht 1:1 auch wieder unsere Schwinge vorne, die sich wiederholt. Und das ist eben jetzt das schmale 230 breite Auto, der Vario Star. Ansonsten mit den kompletten Genen des Perfects. Und der Perfect ist jetzt eben 250 breit. Ja, und da gibt es dann Kunden, die sagen, nee, 230 ist schon ganz schön, fährt sich vielleicht ein bisschen angenehmer. Gut, und dann muss man gucken, ist es im Innenraum, sind natürlich 20 cm auch irgendwie spürbar, ja, aber
es ist vollkommen ausreichend und funktioniert auch so. Ja, wir haben ein langes Video über das Fahrzeug gedreht. Da kommen noch ganz viele Videos, die werden wir senden, sobald es ein bisschen kälter wird. Denn wir wissen ja, im Sommer schauen die Leute nämlich weniger. Das sogenannte Sommerloch. Es ist noch abends noch hell, es ist warm, die Leute sind viel mehr draußen. Aber wir sind ja schließlich in Deutschland. Schlechtes Wetter ist garantiert, auch im Winter. Und was wir auf keinen Fall verändern können, ist der Sonnenstand. Das heißt, irgendwann wird es wieder um 3:30 dunkel und alle werden depressiv. Und damit sie alle wieder gut gelaunt sind, zeigen wir eine Sonderserie Vario Mobil. Denn ich war ja bei dir im Boomte und habe ja alles gefilmt. Das Fahrzeug haben wir auch schon gezeigt. Jetzt überlege ich mal gerade, weil das... Den 12 Meter? Ja. Nein, den haben wir nicht gesagt. Du noch nicht gesehen. Der ist gerade jetzt zur Messe fertig geworden. Also da hatten wir noch keine Gelegenheit, das zusammen anzuschauen. So, du hast, damit die Leute auch mal reingucken können, hier einen Fernseher drauf gemacht. Innen drin ist er leer. Das heißt, also das ist nur ein 3D-Modell, was wir hier haben. Naja, nicht ganz. Also innen drin ist er auch fertig. Auch fertig. Und, sollen wir mal reingucken? Wenn du möchtest. Ja, gerne. Das wäre ganz toll. Wir sparen uns jetzt mal. Bitte schaut euch alle Videos an. Da könnt ihr sehen, Scherheizung, wie das Ganze funktioniert, die Technik und so weiter. Aber jetzt wollen wir mal zunächst mal den Innenraum angucken. Es fängt an bei der Aufbautür, die ein ganz besonderes Leder hat, was auch mal nass werden darf. Ja, also das ist recht robust, fleckgeschützt und so weiter, UV-geschützt und somit eigentlich auch sehr langlebig. Leider hat das Fahrzeug kein Fliegengitter. Doch. Auch das haben wir, Sven, das weißt du. Mein Tabat-Wohnwagen hat nämlich einen und das wollte ich jetzt nur mal als Fliegengitter ganz, ganz wichtig. Also das ist ein richtiges Wohnmobil, hat ein Fliegengitter, hat eine Batterie, hat ein Bad, hat ein, also und du kannst verstehen, dass, also wir sind auf einer riesen Wohnmobilmesse, dass die Leute hier gerne mal reingucken wollen. Wenn jemand wirklich gucken will und will aber keinen kaufen, darf der rein in Begleitung? Ja, also grundsätzlich schon. Wir versuchen da schon die Möglichkeit zu geben, dass jemand schauen darf. Manchmal bilden sich hier Schlangen, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn man vernünftig am Counter fragt, dann gerne. Ist ein bisschen wie bei anderen. Also ich sag mal so, ich habe jetzt gesehen, bei Morello gibt es auch Fahrzeuge, die sind abgesperrt, weil die, ich sag mal, du brauchst für eine ordentliche Beratung und dafür stehen ja die Fahrzeuge hier schon mal mit einem Kunden eine Stunde, zwei. Und da ist das natürlich nicht möglich, dass dauernd jemand reinkommt. Das ist so. Das ist dann so ein bisschen schlecht, dass... verstehen dann manche auch nicht. Ich kann das auch nachvollziehen. Es ist dann nur schade für den Moment. Aber der wirkliche Interessent, der sich dann Zeit nehmen möchte in dem Fahrzeug, ja, dem muss man auch die Zeit geben. Ja? Und da wir ist es dann ein bisschen schlecht. Den Riesenvorteil, ja. Wir filmen das ja in großer Ausführlichkeit, richtig? Und zeigen das den Leuten. Sie schaut immer noch ganz skeptisch. Du, wie bist die? Dein Vorname, wie heißt du? Ilse. Ilse, wo bist du her? Aus der Schweiz? Nein, aus Österreich. Aus Österreich. Wo daher? Aus welchem? Aus der Steiermark. Aus der Steiermark, Graz oder was in die Nähe? Oder? Ja, Judenburg. Okay. Aber ist das nicht toll, das Auto? Ja, super, ich will dir rein. Du willst rein? Dann, ja. Du darfst jetzt mal mit reinkommen. Komm mal mit rein. So, geh mal mit, wir begleiten dich jetzt mal. Du machst mal jetzt mal zu, du gehst auch mal rein. Ja. Und dann werden wir jetzt mal, wir kennen uns nicht. Ich habe dich jetzt spontan angesprochen, korrekt? Ja. Ilse, wir sind weder Verwandten noch Verschwäger. Du hast kein Geld bekommen, richtig? Nein. Und? Wie ist es? Sehr schön. Ja, super. Ein Traum. Ja, dann bleib mal hier. Wir zeigen dir jetzt mal das ganze Auto hier. Du darfst mal gucken. Heiko, komm mal rein. Denn Simone, was sagst du? Du hast ja vieles schon gesehen. Edel, ja. Ja, ganz, ganz schick. Simone, draußen war es ein bisschen gedrücktes Wetter. Nee, du bist die Ilse. Ich bin die Ilse. Draußen war so ein bisschen gedrücktes Wetter. Luftfeuchtigkeit war ein bisschen höher. Wenn du jetzt hier reinkommst, wie fühlt sich das an? Ja, super. Gekühlt. Gekühlt. Angenehm? Ja, angenehm, sehr angenehm, ja. Ist ja schon fast zu kalt, ne? Ja. Also der Unterschied zwischen draußen ist ja schon groß, aber es ist halt sehr angenehm, ne? Ja, er hat das extra die Klimaanlage ein bisschen angemacht, weil meine Kamera immer zu heiß wird, wenn wir drehen. Mhm. Das ist so. Magst du dich mal da hinten in den Sitz mal setzen? Weil du musst dir vorstellen, das Auto gehört demnächst dir. Du aber ehrlich? Wo ist mein Mann? Achtung, wir nehmen mündliche Verträge entgegen. Wir nehmen mündliche Verträge. Und wie ist das, Ilse? Ja, ein Traum. Wie fühlt sich das an? Traum. Ja? Ja, na, man kann nichts anderes sagen. Also, das ist. Also, hier hat sogar eigentlich eine Großfamilie Platz. Tisch, noch ein Tisch, hier eine lange Bank. Es ist jetzt nicht so clean wie andere Fahrzeuge. Richtig viel Holz ist hier im Einsatz, trotzdem grau. Es ist. Was kostet das jetzt? Das kostet 1,5 Mille. 1,7, ja. Das ist sowas, fährt doch Stefan Bross, oder? Da haben wir das mal gerätselt. Aber das ist. Das ist, ich meine, da fehlen dann die Worte. Was willst du da sagen? Für einen normalbürgerlichen Menschen aus Österreich. Ihr müsst mal hier die ganze Haptik, die ganze, riecht mal, wie das hier riecht. Nehmt mein Mann das, hat gekauft vor 2 Monaten in Fiat. Ja. Einen kleinen. Ja.
Na, und wir wollten jetzt einmal auf der Wohnmobil habt ihr gekauft? Ein Wohnmobil, genau, in kleinen Fiat. Hm. Also auch mit Bettküche und alles, was da drinnen ist, wo man sich überall hinstellen kann, weil ich glaube, in der ersten Halle ist. Ja. Auch schön, aber na, wir wollten uns einmal eine Alternative anschauen. Hast du gedacht, für das nächste Wohnmobil, was kommt? Ja, aber dann noch, wenn ich es noch erlebe. Wir können doch dann den Fiat hinten reinfahren in die Garage, wenn ihr mögt. Den Fiat. Nein, der Fiat ist ja schon der Bus. Ne? Naja, Ise, setz dich mal gerade dahin, bitte. Wir zeigen dir mal was Schönes. Ja, wenn du mal gerade dich hier mal auf den Sitz bitte setzt, mach mal bitte. Aber ganz ehrlich, macht ihr das irgendwo hin? Nee, ach nee, wir würden das niemals tun. Wenn du mal gerade hier vorne. Nee, wenn du mal ganz kurz, ich muss sagen, mein Stiefvater ist ja aus der Nähe von Graz. Okay. Der ist aus Steins, also, weißt du, ob du das kennst? Wenn senden, dann nur Ö3, oder? Genau, sowas ähnlich. Da ist ja Radio Ö3. Aber also Ö3, stimmt. Nee, wir sind von German Television. Ich muss sagen, ich habe immer gerne mal Leute mit dabei, die sowas noch nie gesehen haben, um mal den Eindruck ein bisschen zu vermitteln. Es ja, geht das gar nicht. Kann man gar nicht sagen. Also das ist mehr wie schick. Ich meine, das ist grandios. Ich meine, das ist allein die Kohle, was das kostet, allein die Einrichtung, das ist schöner wie ein Haus. Dankeschön. Dankeschön. Na, also das ist fantastisch. Ich glaube, allein diese Ästhetik. Ich bin ja sowieso ein ästhetischer Mensch. Stell dir mal Folgendes vor. Du könntest dir ein Haus leisten und auch den Innendesigner dafür. Das heißt, du würdest das Haus bekommen aus einem Guss vom Badezimmer über die, das hat, alle Möbel wären schon drin, der Designer hätte schon gemacht, ja. Und das ist ja das Besondere. Unter anderem hat er diese Beinauflage gemacht. Zeig mal bitte, Heiko, wie geht das, damit die Ilse mal ordentlich liegt. Ilse, lehn dich mal ein bisschen zurück, die Füße leg mal da so hin. Jetzt klappst du das einfach aus und ziehst das so ein bisschen aus und dann hast du... Oh. Warte mal, das kommt. Jetzt haben wir es. Hast du eine Ablage. Hast du eine Ablage. Das ist doch ordentlich, oder? Ich gehe gar nicht mehr raus heute. Verfällt dir was auf, Ilse? Das Fahrzeug ist sehr breit hier an der Stelle. Ist ja das? Ich glaube, man braucht hier über den Wohnmobil gar nichts mehr sagen. Da kann man über einen kleinen reden, aber das ist einfach fantastisch. Ne? Du wolltest doch rein, hast du doch ja, gesagt. Ja, genau. Aber ganz ehrlich, wer will hier irgendwas sagen? Ja. Also wenn das einer gewinnen würde bei irgendeiner Lotterie, denke ich mal, wer kann sich sowas leisten, die oberen 10.000, dann ist aber ja, schon. Es gibt aber auch viele, die haben hart gearbeitet, haben vielleicht ein bisschen Verantwortung, die haben wenig Urlaub, ganz ehrlich, also viele Unternehmer, wirklich, die können nicht, wie du, wahrscheinlich 6-8 Wochen hast du immer Urlaub, oder? Ich habe das ganze Jahr Urlaub. Oh, herrlich. Ja. Wir sind fertig mit unserer Firma. Wir sind fertig, ja, aber ihr habt doch wirklich... Mann, ich meine Rente. Ihr wart selbstständig, aber... Auch mein Mann hat eine große Firma gehabt. Große Firma. Ja. Ihr habt doch hart gearbeitet. Das ist doch nicht so, dass Unternehmer immer als Geschenk. Wir haben Spaß gehabt beim Arbeiten. Ihr habt Spaß gehabt. Ja, genau. Das ist ja auch wichtig. Es sind viele Unternehmer, die das machen. Und wenn ich jetzt mal gerade einen Schuss jetzt mal von hinten mache, weil ich zeige euch mal gerade, das ist ja dieses Raumgefühl, was du hier hast, was so großzügig ist. Mann, du magst mal hinten reinschauen ins Bad? Ja, gerne. Komm, wir machen aber noch mal eben, Simon, ihr müsst das noch mal eben sagen. Das ist nichts Gestelltes. Das war jetzt hier wirklich ein Zufall, dass wir die Ilse da getroffen haben. Und also das wirkt ein bisschen gestellt, muss man ganz klar sagen. Nein, ist nicht gestellt. Wir kennen uns nicht. Ich habe dich eben abgegriffen. Du hast nämlich reingeguckt, das ist oft so. Und da habe ich gedacht, komm, ich nehme dich mal mit, damit man mal den aber Eindruck... Die Zuschauer wissen das, dass Sven das öfter mal macht. Also ich glaube... Ja. Küche, Ilse, ist das okay für dich? Boah, ich glaube, die Frage, die rendiert sie gar nicht. Also wenn du dich mal gerade da hinstellst, bitte, und mir mal beschreibst, wie die Haptik ist von dem Holz allein. Ja, es ist fantastisch. Ne? Also, ich meine, was will man sagen? Das ist Ästhetik pur. Ganz ehrlich. Ästhetik? Ich glaube, das ist es, oder? Es ist Platz. Was ist das für ein Material hier, das Holz? Das ist ein Nussbaum? Weil diese Maserung, schau dir die Maserung an. Nussbaum hat einfach eine unheimlich schöne Maserung und die kannst du so als Fototapete oder gar nicht darstellen. Das musst du in Natura sehen. Aber dieses Nussbaum ist hell gebleicht. Eigentlich ist Nussbaum dunkler. Wir wollten aber einen helleren Ton haben, aber diese Maserung. Und ich denke, das, schau mal hier die Fronten an. Das geht eiseinander über. Siehst du, das war ein Stück, wo die das gemacht haben, mit allem drum und dran. Was ich cool finde, ist noch die kleine, die... Oh, guck mal hier, Ilse. Spülen ist ja gestern, ja, man macht das ja. Aber ich glaube, in einem Haus hast du ja auch eine Spülmaschine oder spülst du selber? Nein, ich habe auch eine Spülmaschine, klar. Das ist so, auch Kaffee. Wir haben ein freistehendes Haus, aber das kann man doch mit sowas, ganz ehrlich. Das ist so, Kühlschrank, magst du mal reingucken? Ja, gerne. Das ist hier vorne, wenn du mal gerade diesen Knopf drückst, genau. Ah, Ilse ist Camperin, loslässt. Ja. So ein Kissmann aus München. Anfangs-Camperin, sagen wir so. Das ist ein spezieller Kühlschrank. Der ist, glaube ich, extrem sparsam, der Kissmann, oder?
Genau, der ist ja für den Fahrzeugbau oder für mobile Einsatz gemacht und ist ein Kompressorkühlschrank, heißt, läuft auf 12 Volt, 230 Volt. Wir haben ja hier ein gasfreies Auto, weil wir eine Dieselheizung haben, Kompressorkühlschrank, wir kochen elektrisch und haben somit kein Gas an Bord. Stimmt, genau, ja? Wir haben Gas drinnen, ja? Ja, ihr habt Gas drin. Zwei Gasplatten, zwei. Guck mal, oben, was ist das da? Eine Kombi-Mikrowelle? Das ist eine Heißluftbackofen mit Mikrowelle und Grillfunktion, gerne. Und damit kannst du auch wirklich mal, ich sag mal, eine Pizza machen, Brötchen aufbacken, auch mal einen Kuchen gelingt. Unglaublich. Wenn man es kann. Wenn man es kann, ja. Aber der Ofen kann es dann auch nicht retten. Nicht. Ja, genau. So, Ilse. Ich meine, hier, das ist schöner wie im Wohnzimmer, oder? Das ist nett, oder? Kann man ganz normal fahren mit dem, ohne dass da irgendwas scheppert? Ja, wenn du mal richtig schaust, die Gläser sind in so eingefasst, sodass sie nicht umfallen können. Mhm. Und somit ist das auch für die Fahrt so safe, ja. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Da sitzt einer und fräst die aus, glaube ich, von Hand oder CNC und poliert die noch von Hand, oder? Naja, das ist Wasserstrahl geschnitten und wird dann nachträglich poliert, eben auf die Gläser, die da rein sollen. Ne? Der Fußboden, Ilse, was sagst du denn so? Ist das ordentlich? Ja, super. Also, ja. Da vorne ist ein Teppich in Purpur, das ist ja schon mutig mit der Farbe. Wenn man bei 1 Million Auto fragt, ob das schön ist. Ja gut, man kann ja auch daneben liegen, ja. Ehrlich? Guck mal hier, der Himmel. Ja, klasse, also ich bin da ein Fan davor. Du bist Fan? Ja. Ich glaube... Man, hier ist der Fernseher, den sehe ich jetzt gerade. Grandios, oder? Wenn die noch Österreich Fernsehen haben. Heiko hat gesagt, wenn man mal am See steht oder ist irgendwo am Platz, es gibt ja unglaublich schöne Plätze in Österreich, muss man sagen. Allein Alpenkenting, zum Beispiel Nenzing, das ist ein toller Platz. Dann dieser Sechsten, wo wirklich vom kleinen Kastenwagen bis alle hinfahren. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, du guckst hier raus, draußen ist vielleicht der See und ja, da vorne ist Blick für dich, ja, mhm, wo du dann mal guckst. Das ist ordentlich, oder? Ja. Sehr ordentlich. So, wir gehen mal einen Schritt weiter, Ilse, denn wir wollen dir auch mal das Bad zeigen, mal den Wow-Effekt. Ich finde das cool, die Ilse ist wirklich begeistert. Ja, vor allen Dingen wie videofest sie ist. Also, macht jetzt echt einen Spaß, oder? Nein, dieses Bad. Ich will hier nicht begeistert sein, ganz ehrlich. Nein, ich will doch nur deinen Eindruck haben, ob das der Wow-Effekt. Das ist. Oh, sagen wir das so? Das ist wirklich ist schön, ne? Ja, geh mal rein. Grandios. Ich darf dich mal fragen, was hast du für eine Größe, Ilse? Von was? Von meiner... Genau, Körpergröße. 1,64. Okay, also Platz auch für große Leute? Naja, du siehst, ich kann hier auch stehen. Ich bin 1,84. Okay. Und jetzt müssen wir uns eins vorstellen. Hier drunter steht der AMG GT. Das Auto, das ist ja hier drunter. PKW. Und wir haben trotzdem volle Stehhöhe. So, die Dusche, du würdest sie etwas anders machen oder ist das ordentlich für dich? Schwarz mit dem Weiß, gefällt dir? Ich würde ein bisschen die Schwarz vielleicht rausnehmen, ja, aber na, das Motzen auf hohem Niveau. Du magst mal reingehen in die Dusche einmal kurz, dass wir mal sehen. Guck mal, kannst mal, dass wir das haben. Aber ich brauche jetzt nicht duschen, oder? Nein, du musst nicht duschen. Es ist, ich glaube, da ist auch nichts drin an Wasser. Nee, Wasser ist nicht drin. Wasser ist nicht drin, aber das ist auch geräumig. Jetzt ist der Kastenwagen, hat ja auch eine Dusche bei euch, oder? Ja, aber kannst du ja nicht vergleichen. Also wir haben mit Toilette, da ist hier Schluss, ne? Okay. Also, da hast du hier das Waschbecken, nee, hier ist die Toilette, dann hast du das Waschbecken mit Dusche, ne? So, aber das ist, der Raum ist hier. Du magst mal drehen, Ilse, guck mal, da ist dein Waschtisch. Und das Besondere ist, wenn man den mal reinigen möchte, wie geht das? Ja, dann nimmst du diese Leiste dort weg. Oh, ist doch Wasser drauf. Ist Licht, ne? Da ist Licht. Du musst natürlich irgendwann mal an Siphon drankommen, beziehungsweise an den, um die Haare wegzunehmen. Dann nimmst du das raus und kannst dann dort reinigen, ja? Okay, wollte ich nur mal zeigen. Das Schöne ist auch, du hast viele Schränke hier, Heiko, damit die Silke nämlich auch ihren Make-up, den Eyeliner und ihren Primer und so weiter machen kann. Hey, Achtung, hier ist ein Riegel, ja? Oh, ich hab ganz viele Schminkvideos gedreht, deswegen okay, bin ich das. Auch der Spiegel ist ja ordentlich. Man hat, ja, schick, ne? Man hat genug Licht zum Schminken. Genug. Na, wir haben genug. Ja. Ist ja auch recht hell, durch viel Weiß gestaltet. Ja, da ist noch ein Fenster, was du jetzt nicht so wahrnimmst. Vor allem der Stauraum ist auch gut. Ist ja gut. Man hat richtig viel Stauraum, ne? Also wenn man jetzt bei uns einen kleinen Bus hernimmt. Ich glaube, ich hatte mal zwei Schränke oben und das war's dann, ne? Schau, du hast hier noch ein Wäschefach, wo du dann, ich sag mal, deinen Wäschesack drin hast. Da machst du die Wäsche rein. Ich sage dich eine Waschmaschine auch. Hier jetzt nicht, wenn du möchtest. Waschmaschine mit Trockner, das ist eigentlich immer so, was so ein bisschen fehlt, oder? So in die Busse. Ja, das stimmt. Weil wenn man länger weg ist, wir wollen jetzt mal 4 Tage Holland oben,
da merkst du dann schon, ne, wo wäschst du, wenn du länger bist? Am Campingplatz gut? Oder? Ja, wenn, was eigenes wenn du schon so einen Schuss hast. Ne? Ja, eben, ne? Also wenn es jemand haben möchte, du findest einen Platz. Selbstverständlich. Da gibt es so kleine, ne? Die kann man so einbauen. Kleine Waschmaschine, ja, kleiner Trockner oben. Die Überlegung ist, ob man eine Waschmaschine mit Trockner braucht und nicht nur eine Waschmaschine. Diese kleinen, das ist nur eine reine Waschmaschine. Ja, da muss ich wieder aufhängen. Ne? Da muss ich aufhängen, trocknen irgendwie. Das, ich würde schon dann Waschtrockner empfehlen. Ja, genau, Waschtrockner. So, wenn du im Bad bist, wie kann ich denn das Bad verschließen, lieber Heiko? Ja, du machst hier die Tür einfach zu. Ah. In dem Fall die Schiebetür verriegelst. Und tschüss. Sehr schön. So, dann komm mal bitte hoch. Wir sind unter dem Auto. Du hast volle Stehhöhe. Der Boden, wenn du mal gerade drüber streichelst, oh, Ilse. Das ist der Hammer. Bitte mal kurz mal. Ist es nett? Schön weich. Auf alle Fälle. Jetzt hast du. Ich habe schon barfuß laufen. Sicke, guck mal, du hast hier. Silke ist sie, ne? Nee, Simone heißt es. Ach so. Ilse. Habe ich Silke gesagt? Silke, ja. Es tut mir so leid, Ilse. Kein Problem. Wenn du dich mal gerade auf das Sofa mal setzt und mir mal beschreibst, wie das ist, wenn man im Schlafzimmer noch ein kleines Sofa hat. Wie das ist? Ja, super, ne? Was soll ich sagen? Genauso geht es mir auch immer. Das sagt dann ja wieder super, finde ich, ne? Ja, schön. Setz dich doch mal her. Ja, ich komme mal hin. So. Und dann würde ich dich bitten, da hinten ist ein kleiner Kleiderschrank. Der Heiko beschreibt mal, wie man den aufkriegt. Magst du mal dort hinten den linken Taster drücken und 2 Sekunden festhalten, Ilse? Den linken Taster 2 Sekunden festhalten? Ja. Ja, gerne. Danke. Oh. Danke. So, da hast du jetzt einmal komplett hinten die ganze Schrankwand, wo du deinen. Ich glaube, die Ilse denkt, wir wollen hier verarschen, ja, weil das ist. Nein, ich habe das Gesicht, warte, ich zeig mal das Gesicht. Ist das gut oder ist das gut? Tja, was soll ich da drauf jetzt sagen, oder? Fantastisch, oder? Und zu, geht's wieder gleich? Genau so, ja. So, es gibt noch einen rechten Schalter, hat der eine Funktion? Ja. Ja, kannst du auch mal drücken, den anderen Taster. Den brauchst du nicht halten, den brauchst du nur kurz 2 Sekunden drücken. Und den rechten kannst du auch mal versuchen. So, und jetzt musst du dir aber eins vorstellen, das sieht ja alles irgendwie ganz nett aus. Kann ich mir auch von zu Hause vorstellen. Aber was müssen wir machen im Wohnmobil? Wir müssen aufpassen, dass wenn die Türen dann zu sind, dass die auch verriegelt werden. Denn der Elektromotor hält die Tür nicht während der Fahrt. Die nächste Kurve heißt Schrank auf. Also gibt es eine zusätzliche Verriegelung, damit die Tür zugehalten wird. Und in der Mitte dieser Knopf, das ist eine mechanische Entriegelung. Falls mal der Strom ausfallen sollte, warum auch immer, kann ich dort eine mechanische Entriegelung drücken und dann die Tür aufschieben. Also, dass der Schrank noch aufgeht. Weil wenn zufällig der Mann drinnen ist, ne? Das wäre tragisch. Wie kommt ihr nur wieder raus? Ilse, ich habe eine große Bitte, wenn du mal gerade da reingehen könntest. Nein, ich bin da nicht sicher. Nein, das war Spaß. Frage. Wir können es machen mit der Ilse nicht. Nee, mit der Ilse nicht. Du magst mich mal aufs Bett setzen, Ilse? Du recht. Ich mache auch wieder auf. Genau, wenn du mal gerade so nett bist, aufs Bett und mal, ist das gut? Eine Ehre ist mir das. Hey, ich kann sagen, ich war hier, ja. Ja, komm, also wir haben gerade eben noch besprochen mit dem Heiko, hier darf jeder rein, der fragt, liebt. Also das ist wirklich so. Und ist nur so, diese Barriere, die da ist, da mit der Absperrung und so, das ist ja VIP, das schreckt schon ein bisschen ab, oder? Nee, finde ich nicht. Du fragst. Ich bin nur auf nette Leute gestoßen, habe gesagt, darf ich mal kurz anschauen. Dankeschön. Ja. Aufgemacht und rein. Also ich habe nichts Negatives hier erlebt. Wenn du kannst die Tür nicht auflassen, dann ist hier so viele Leute drin auf einmal, das kannst du nicht mehr kontrollieren. Ja. Und ich sag mal, dieses Fragen, das muss ja noch möglich sein. Ja, aber es ist sehr. In Ordnung, weil es ist doch Na, es ist Luxus. Oder? Ja, es ist Luxus wie die anderen. Da kann man mal reinschauen, geht wieder raus, aber hier. Man muss auch vorsichtig sein, ob was passiert. Ja. Jeder ist hier nicht so vorsichtig, sagt man mal. Ne? Der eine stoßt an und sagt, mir wurscht. Könnt ihr euch denn jetzt vorstellen, wo die Breite hierher kommt? Das ist ja nicht die normale Fahrzeugbreite. Das ist die ausgesetzte Breite, das ist die, ne? Die ausgefahrene. Ne? Schau mal, hier ist ein Slide-Out. Ja? Der fährt dann mit der Couch bis hier gegen. Das heißt, hier drunter ist jetzt die Garage. Dann fährt dieses Bett hier über die Couch und verschachtelt sich. Du kannst das noch benutzen, wenn es eingefahren ist, oder das Bett? Du kannst es voll nutzen, klar. Und kannst auch dort nächtigen dann, ja. Das heißt, ich kann eigentlich auch, wenn ich jetzt mal irgendwo stehe und ich muss direkt morgens wieder weiter, habe keine Lust, das Slide-Out rauszufahren, ich kann trotzdem hier drin mich ganz normal bewegen, oder? Könnte man, aber keine Lust, die Slide-Outs rauszufahren, heißt, das ist eine Sache von
na, ich sag mal, pro Slide auch 10 Sekunden. Okay. Also und nur Knöpfchen drücken, nicht kurbeln, sondern ist aber das recht leicht machen. Da ist nicht mehr der normale Pkw-Führerschein, da braucht man schon einen Spezialführerschein, Lkw-Führerschein. Da 26 Tonnen und über 7,5 Tonnen. Ich kann nicht einmal mit Kleinen fahren, richtig. Geradeaus, ja, aber die Kurven ist schon... Naja, aber das lässt sich eigentlich relativ schnell lernen. Und du willst nachher, wenn du so ein Auto bewegt hast, willst du nicht mehr in den Pkw zurücksteigen, weil das so viel Spaß macht und so solide ist und so sanft ist. Und, darf man eigentlich schlafen drinnen, während der andere fährt? Nein. Nee, ne? Nein. Nirgends, ne? In keinem, ne? Das macht auch niemand. Doch, also ich sag dir. Okay. So, hier ist noch eine Tür drin, Heiko, mach mal zu, dass wir mal sehen. Da ist eine richtige, schöne Tür drin. Mann, der wird mich schon vermissen. Also die ist weiß. Achso, der weiß aber, dass du drin bist, oder? Nee. Der hat er nicht mitbekommen. Der hat sich schon Suchtruppe arrangiert. So, Ilse, wir werden dich jetzt mal... Wir werden dich jetzt mal freilassen, Ilse. Doch. Das ist so. Wir erklären sie gleich. Geh mal bitte. So, und da haben wir es nämlich da vorne. Also, Heiko, Hut ab. Ganz ehrlich, das hier ist Ingenieurskunst pur. Du bist selber Ingenieur. Ihr habt ganz viele Meister, Ingenieure, Fahrzeugbauer. Was habt ihr alles an Gewerke da? Alles, oder? Ja gut, wir machen ja vom ersten Schweißpunkt am Fahrzeug über Lackierung, über die Wände, die fertigen wir selber, die pressen wir selber. Ja, der Innenausbau, Elektrik, Wasser, Heizung und die ganzen Gewerke müssen wir natürlich vorhalten, klar. Prost, das ist so klasse. Das ist natürlich auch toll, du musst nichts umbauen für die Dinette. Das heißt, du hast, ja, Ilse. Ja, wie ein Haus, ne? Ja, wie ein Haus. Wie ein Wohnhaus zum Fahren. Auch das kannst du dann natürlich rausziehen, wenn du nochmal größer werden willst, ne? Habt ihr sowas schon einmal gesehen oder ist das ja, das erste Mal? Leider ja. Das ist, ich muss aber sagen, es ist jedes Jahr hat der Heiko immer irgendwas Cooleres und noch Besseres. Okay. Und diesmal sind viele Details. Also auch ganz ehrlich, ich habe am Anfang, wenn du reinkommst, ist ja immer so das Design. Weißt du, du hast hier Purpur, du hast hier Holz, da sind viele Farben miteinander, aber es ist unglaublich stimmig, oder? Sehr schön. Gefällt dir? Ja. Also mein Geschmack ist es. Aber wie die anderen Geschmäcker sind, weiß ich nicht, aber weil die Ilse jetzt denkt, wir sehen jeden Tag hier so ein Geschoss. Also so ist es nicht. Wir schauen zwar schon auch hier die... Wo seid ihr denn, wenn ich fragen darf? Ihr tut das nirgends hin, oder? Doch. Machen wir auf jeden Fall hin. Weil ich meine, es ist wichtig, das einfach mal zu sehen, Ilse. Und du sollst ja auch ein Geschenk kriegen hier von der Messe. Das ist so. Und ganz ehrlich... Ja, aber wo macht ihr, wo zeigt ihr das? Ach so, auf German Television. Wir sind ein YouTube-Kanal, den wir haben. Also wir zeigen mal so Fahrten. Wir haben ungefähr 2000 Camper gefilmt. Und das hier ist so die Speerspitze. Man kann sagen, eines der besten Fahrzeuge in Deutschland, die gebaut wird. Wirklich. Du hast also gerade, und der ist gerade erst fertig geworden. Ilse, der ist gerade erst fertig geworden. Der ist wann? Vor 2 Wochen? Ja, kurz vor der Messe ist der fertig geworden. Und ja, also vorher hat ihn noch niemand gesehen. Wo werden die produziert? Wo werden die gebaut? In Osnabrück. Bohmte, da ist unsere Manufaktur. Wir haben auch keine Händler. Wir verkaufen nur direkt ab Werk. Und weil die Fahrzeuge alle individuell sind. Das heißt, Ilse, wenn du ein individuell gebautes Auto haben möchtest, wo du noch Einfluss nehmen kannst, kannst du dich gerne bei mir melden. Es geht wo los bei euch? So der, ich sag mal, günstige Varios da bei 400? Nee, nicht ganz. Also leider sind die Preise da auch schon echt abgeschossen. Aber wir müssen aus Sicht heute schon Preise machen für 25, weil die Fahrzeuge eine Lieferzeit haben bis 25. Für mich kommt das mein ganzes Leben lang mit in Frage. Das heißt, wir haben die Preise heute für 25. Sehr schön. Ilse, erstmal vielen, vielen Dank. Wir werden, müssen uns jetzt noch um das Cockpit noch ein bisschen interessieren. Das ist so, sollen wir dir mal was zeigen, was cool ist? Noch zum Schluss, komm mal, zeigen wir was. Es gibt keine normalen Spiegel mehr hier in dem Auto. Siehst du, die Rückspiegel, das sind Kameras. Mhm. So, dann hast du obendrauf eine Rundumsicht hier verbaut. Das heißt, du kannst auf das Fahrzeug draufschauen von oben. Das ist mit eingebaut, das geht elektronisch. Das ist das Führerhaus, Fahrerhaus. Wenn du dich mal kurz mal hinsetzt, bitte, Ilse, auf das Volant. Einfach mal Platz nimmst. Ja. Das ist das Lenkrad, das kennst du von deinem Fiat Ducato. Ah ja, das schaut nicht so aus. Das ist so krass. Und? Ja. So, jetzt stell dir vor, da vorne ist der Wolfgangsee. Ich darf jetzt nicht rechnen, dass da hinten noch so weitergeht. Und da vorne siehst du, wir haben jetzt das Fahrzeug von oben, kannst du sehen. So, das heißt, wenn du rangierst, siehst du alles drumherum von oben. Aha. Da ist jetzt eine Klappe auf, glaube ich, oder Heiko? Gerade?
Da rechts meinst du? Ja. Nee, da steht ein Fernseher draußen. Ein Fernseher draußen, ja. Und der verzerrt das Ganze ein bisschen. Das heißt, wenn du irgendwo gegenfährst, dann kannst du alles von oben sehen. Das sind die neuen. Nützt ja aber dann auch nichts mehr, wenn du schon dagegen gefahren bist. Das stimmt so. Das sind die neuen Busspiegel. Dann hast du ein voll digitales Cockpit hier. Das heißt, du könntest das eigentlich, fährt sich wie so ein etwas größerer SUV. Ja, ich dürfte sowieso nicht fahren. Ich habe nur BKW-Führerschein. Ja, aber jetzt. Da brauchst du dann extra Führerschein. Würde mir keiner zutrauen, tatsächlich. Ich meinen Mann fragen. Ist aber schon so. Aber schon fantastisch, ne? Ja. Aber nichts für eine Frau, ganz ehrlich. Würdest Warum du nicht? Fahren? Also würde ich nicht sagen. So, als Frau so einen Bus fahren? Wir haben viele Kunden, wo die Frauen den Führerschein machen und so ein Fahrzeug gerne bewegen. Ich traue mir das nicht zu. Also meine Mama wird das auch fahren wollen. Deine Mama? Sicher. Ja. Vorname? Mama? Susanne. Susanne. Holen wir die Susanne hier. Ja. Also mach mal einen Mädelsausflug. Ja. Also der hat jetzt auch nicht den Führerschein dazu, aber. Ist das da dein Mann eigentlich? Nee. Aber der kennt dich wahrscheinlich. Nee, der hat nur freundlich gewinkt wahrscheinlich. Die haben freundlich gewinkt. Also das ist im Prinzip der elektronische Außenspiegel. Der Vorteil ist, du hast nicht so ein riesen Ohr hinten dran wie die Busse. Das siehst du ja, wenn du mal da vorne hinguckst bei dem einen da, siehst du da das Reisemobil, der hat so Spiegel außen. Mhm. Siehst du die? Und die fehlen hier komplett, die sind weg. Ja, stimmt. Das ist ziemlich cool. Also hier kannst du sehen, ist das dein Mann da vorne, der da guckt? Nein. Nee, auch nicht. Da unten. Der sucht sie auf der ganzen Messe. Sucht jetzt hier den Wohnwagen ab, wahrscheinlich. So, wir sind heute auf dem Caravan-Salon 2022. Ja, vielen Dank, dass ich den anschauen durfte. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Kaufen tue ich ihn nicht, außer ihr schenkt mir den. Das ist ein bisschen schwierig. Wenn dein Mann noch mal schauen möchte, sag gerne Bescheid. Okay. Ja. Supi. Dann vielen kurze Frage noch, Heiko, hat die Couch eine Funktion? Kann man die Schlafcouch? Das ist eine Ausziehcouch, das heißt, du hast hier ein Lattenrostsystem drunter und kannst auf 1,40 x 2 Meter erweitern und die als Schlafcouch nutzen. Wie viele Personen könnten hier schlafen? Ja, du kannst hier zwei, du könntest dir die nett umbauen, zwei und hinten also nochmal zwei, also sechs im Prinzip. Wow, sechs Personen. So, hat der Alarmanlage? Ja. Also das heißt, sobald man irgendeinen Türgriff angreift, dann geht schon los oder wie? Oder was reinkommt oder irgendwie was, genau. Dann sobald dann aber die Fenster rumtut oder wie? Guck mal hier vorne, das ist die Bedienung, also magst du mal sehen. Das heißt, alles ist auf einem zentralen Panel drauf, du tippst einmal drauf und dann hast du das ganze Auto aber ganz einfach zu bedienen. Heiko hat lange dran gearbeitet. Ihr habt das vor 2 Jahren vorgestellt? Genau, vor 2 Jahren vorgestellt. Immer wieder verfeinert, erweitert. Aber seit 2 Jahren läuft es im Prinzip so, wie wir es hier sehen. Und ja, ist schon eine schöne Sache. Das heißt, die Tür schließt automatisch, ist geschlossen vor Ihnen? Nein. Das musst du schon noch selber bestimmen. Hier stellt man dann Lüftung ein und so weiter, oder? Nein, du hast hier, du kannst die Heizung einstellen, du kannst deine Tankgrößen oder abrufen, du hast hier die Kontrolle über den Strom, du kannst ein Powersharing machen, wenn du von außen nur, sagen wir mal. Angenommen, du bist jetzt in Italien, du hast nur 3 Ampere, weißt du, hat der Campingplatz. Ist ja oft so, die haben wenig Strom. Mhm. Dann machst du die Mikrowelle an, da fliegt die Sicherung raus. Und der puffert das. Mhm. Da gehen immer 3 Ampere rein, stellt aber intern so viel Leistung zur Verfügung. Du kannst dann föhnen, du kannst zum Beispiel Wasser kochen. Also das, genau, das puffert der dann über den Wechselrichter, den wir vorhin gesehen haben, den blauen Victron, puffert er das dann zu, sodass da nichts passiert. Mhm. Und die Fenster, sind die elektrisch oder auch noch mit Hand? Die Fenster sind manuell zu bedienen. Okay. Ja. Aber das, was ist, wenn ein Reifen aufgestochen wird oder irgendwas, kriegt der Bus das mit? Oder ist das ein Risiko schon? So Restrisiko? Also der Bus selber kriegt das nicht mit. Hört. Insofern doch, weil er eine Reifendruckkontrolle hat, dann wird ein rotes Lämpchen angehen. Aber aufstechen ist da so nicht, weil da kommst du mit dem Messer nicht mal eben so rein. Okay. Aber die kleineren Busse sind davor nicht gefaltet, ne? Achso, du meinst, wenn du jetzt unterwegs bist? Zum Beispiel, ich will jetzt keine Länder hernehmen, aber ne, haben sie ja mal gebracht im Fernsehen, dass man aufpassen muss, man wird ausgespäht, ja, du stehst irgendwo, uns ist auch schon genug passiert, und die stechen dir die Räder auf und du fährst dann weiter und hast aber weder Stadt noch sonst irgendwas in der Nähe und dann. Und dann kommt zufälligerweise der freundliche Abschleppdienst, der dich dann reinholt. Das geht oft ineinander über. Kann sein. Ja. Ne? Also habe ich auch schon gehört. Aber ja, ist, glaube ich, in der Klasse. Also ich bin da jetzt nicht mehr so Die sind 2 Fahrräder gestohlen worden. Ja. Wann? Eins jetzt vor 4 Wochen. E-Bikes, oder? Carbonrad und eins ein E-Bike, ja. Krass. Aus dem Platz, im Campingplatz. Oder? Nein. Eins war so eher Ablenkungsmanöver. Mhm. Und das eine war eher am Strand festgemacht, aber es war festgemacht.
Okay. Aber ich sage jetzt nichts, also wenn ihr das jetzt irgendwo hinstellt, wie ihr jetzt reden. Nee, gar kein Problem. Ja, Ilse, vielen Dank. Ja, danke dann auch. Dann machen wir noch Abmoderation. Ich danke dir herzlich, wir lassen Ilse mal raus. German Television. Ja, wir geben dir gleich eine Karte. Wenn du noch kurz draußen wartest, geben wir dir gleich eine Karte. Ja, wir sind auch gleich fertig. Ja, es ist richtig toll. Ihr habt ganz viele Dinge auch verbaut, die man nicht sieht. Ein tolles Soundsystem habt ihr drin mit Subwoofer, der ist zum Beispiel hier montiert. Alles darf man nicht sehen. Das ist ein namhafter Hersteller aus Amerika namens Bose. Könnte sein, ja. Ja, ist hier unten drin, dass man das sieht. Ganz viele Schränke sind drin. Kann man hier die Barversion noch ausziehen oder ist sie so fix? Die ist jetzt hier fix, weil wir sagen, wir brauchen das hier nicht mehr ausziehbar. Könnte man aber machen, wenn der Kunde es möchte. Und also hier nochmal ganz kurz zeigen, das Lattenrost, dass wir das sehen, das geht ineinander über und das ziehst du aus und eine Sache von ein paar Minuten, dann ist da nochmal ein Bett. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn zum Beispiel Vater und Sohn schlafen und der Sohn ein bisschen älter, dann hat er vielleicht keine Lust mehr, neben Papi zu liegen. Dann, ja, genau. Hast du räumliche Trennung und vielleicht eine Rennstrecke, beide fahren zusammen Autorennen und sitzen im Fahrerlager, im Wohnmobil, ist doch herrlich. Schön ist auch der Ausblick, du bist überall mal wieder, weil du bist sehr hoch. Wir stehen ungefähr hier auf 2,50 oder so. Lass mich überlegen. Auf 2 Meter. Ja, 2 Meter. Ungefähr, plus minus. Ja, hier sind übrigens die Luftausströmer. Das ist ganz wichtig für die Klimaanlage, denn Klima, habe ich gelernt, ist oben. Ist auch die Heizung hier? Nee, Heizung hast du einmal als Fußbodenheizung dargestellt oder eben die ganzen Konvektoren. Heißt, über die Wandkonvektoren wird das Fahrzeug beheizt. Warme Luft steigt nach oben, kalte Luft fällt nach unten. Was mich jetzt auch noch total interessieren würde, weil die Ilse hat mich jetzt gerade drauf gebracht, wieso sind denn eigentlich in allen Wohnmobilen die Fenster noch manuell zu bedienen? Also so viel Technik hier verbaut, warum sagt ihr, nee, das macht keinen Sinn? Was möchtest du denn elektrisch haben? Die Öffnung der Fenster oder zum was? Zum Beispiel. Also ich bin für Technik, sobald es komfortabel ist und sinnvoll ist. Ja. An der Stelle muss ich sagen, brauche ich das, ist das sinnvoll? Und jede Technik, die man verwendet, ist auch irgendwo anfällig, ganz klar. Ja. Und wenn du die Technik nicht hast, kann sie nicht kaputt gehen. So. Von daher sagen wir, Technik schön, sobald ich sie brauche, aber nicht um jeden Preis. Ja. Komm, wir machen mal ein Fenster auf, das wir mal sehen. Das ist das größte Fenster von allen, mal so querlüften, wenn die Klimaanlage aus ist. Gut, du musst natürlich einmal hier dann das Holz, die Holzjalousie hochmachen. So, und jetzt hast du das Fenster geöffnet. Echtglas, Fenster? Das ist ein doppelverglastes Echtglasfenster, genau. Und das kannst du jetzt in allen Höhen aufstellen. Und das Schöne ist, wenn du da an der Dinette sitzt, wo wir vorhin mal geschaut haben, ja, und dann hier morgens den ganzen Flügel aufmachst, das ist fast wie draußen sitzen. Ja. Und wenn da dann der See ist, schön beim Frühstücken rechts rausgucken, das ist schon toll. Ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Heiko Hülzmann. Wir schreiben heute Anno Domini, den 31. August 2022. Wieder mal gar nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, das Team Wurmte. Das ist ein Ausstellungsfahrzeug. Der Kunde, der ihn gekauft hat oder höchstwahrscheinlich gekauft hat, hat er lange überlegt, weil ich glaube, er war nicht der Einzige, oder? Der interessant war. Das war wieder mal so, dass das hin und her ging. Hat er lange überlegt, was ist lange? Also, dass man mal über so einen Betrag mal nachdenkt, ist doch klar. Nee, ist klar, aber die Entscheidung war nicht. Nee, sie kam dann relativ schnell für so ein Objekt, finde ich das relativ zügig, ja. So, wenn ich jetzt baue, kann ich ja alles selber bestimmen. Das heißt, ich kann sagen, ey, die Polsterfarbe, ich kann so und so, ich kann das und das. Man kann auch sagen, ich will genau das hier haben. Was zahle ich denn an, üblicherweise, wenn, ich sag mal, ein Fahrzeug kostet 1,7 Millionen, zu Beginn des Baus zum Beispiel? Also wir Auftragserteilung. Wir haben bei Auftragsbestätigung eine Anzahlung von 15% der Gesamtsumme. Und die nächste Abschlagzahlung ist dann bei Fahrgestellanlieferung. Das heißt, aus heutiger Sicht wäre das dann irgendwo in 24 dann der Fall, bis das Fahrzeug dann Anfang 25 fertig ist und da ist dann die Restzahlung fällig. Ja. So, und damit wir auch mal sehen, was geht, last but not least gehen wir mal raus. Und du kannst vielleicht der Ilse mal gerade die Karte geben. Und wir zwei gehen mal, der Heiko und ich, wir machen das mal gerade. Wir gehen mal aus, krass wärmer hier, also, oder? Oh, ja, also da kriegen wir erstmal so gut. So, und der Heiko und ich, wir machen mal eins die Tür mal zu und gehen mal in den kleinsten Vario, den du gebaut hast im Moment. Du baust schon lange unter 7,5 Tonnen, muss man sagen, aber der hier, der kleine, das ist wirklich so einer, da sagst du, da würde ich sogar selber mitfahren, ganz gerne, oder?
Ja, ich fahr auch gerne mit den 12 Metern. Also das ist, Nein, ich meine nur, aber der ist so klein und handlich, weißt du, da ja, klar, kann man auch mal an Plätze fahren, wo halt ein 12 Meter Auto nicht hinpasst. Das ist ganz klar. Da gibt es den einen Kunden, der sagt, ich möchte einen 12 Meter haben, weil ich den Platz brauche, weil ich eine große Garage brauche. Und dann gibt es den Kunden, der sagt, nee, hier so ein übersichtliches Fahrzeug, 8,20 Meter Länge, 2,30 Meter Breite, das ist was für mich, weil ich vielleicht doch noch besser in die letzte Ecke komme und das Fahrzeug einfach handlicher ist. Ist ja klar. Und die Autos laufen wunderschön. Ein MAN TGL ist da drunter mit 220 PS als Euro 6, na klar. Und du siehst ja, wie, wenn du so einen Reifen filmst dort, ja, wie schön bündig der an der Karosse steht. Und da sieht man schon förmlich, wie solide das aussieht. Und so fährt eben auch so ein Fahrzeug, ja. Und so, und das ist jetzt quasi der kleinste Vario. Ja. Und 2,30 Meter Breite, aber ihr habt es geschafft durch ganz viele Tricks. Wir haben ein Video gedreht, das ist genau der, wo wir gefilmt haben. Ja, genau. Und dieses Video bitte anschauen. Also da kann man wirklich, wir haben, glaube ich, über eine Stunde über das Auto gefilmt. Da sind so viele geile Details drin, wie unter anderem, ihr habt natürlich das neue Cockpit verbaut, das voll digitale MAN. Da ist jetzt MAN im Moment, muss man sagen, dem Atego ein gutes Stück voraus. Aber die holen auf, habe ich gehört. Naja, also der MAN ist schon im Moment die erste Wahl. Nicht nur wegen der Helferchen, die sie haben, sondern auch wegen der Laufkultur des Motors. Es ist nur ein Vierzylinder, aber der läuft schon sehr, sehr angenehm dafür, dass es ein Vierzylinder ist. Mhm. Und das ist schon eigentlich ein bisschen besser als im Moment bei den anderen Herstellern. Heiko, komm mal neben mich, dann kann man den Raum mal komplett gehen, genau, sehen. Also hier ist eine Couch, die hast du da. Du hast hier eine Barversion, das macht Sinn bei so einem Grundriss. 230, fühlt sich nicht an wie 230, ganz ehrlich. Finde ich auch. Hören wir auch von den Kunden, die sich sowas hier anschauen, die sagen, Mensch, wo kommt denn die Breite her? Ach, der ist nur 2,30, das spüren wir aber nicht. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass man den Wohnraum schon voll nutzen kann. Man vermisst im Prinzip nichts, aber es ist ein schmales Auto. So, da hat man jetzt viele Anleihen, muss ich sagen. Von den Grundrissen her, von Fahrzeugen, die man auch von anderen Herstellern kennt, aber es ist ein echter Vario. Und das heißt, der ist genauso gebaut wie der 1200er, den wir eben gesehen haben, vom gleichen Werk, die gleichen Leute in der gleichen Liebe, oder? Absolut, da gibt es gar keine Unterschiede. Qualitativ auf einem Niveau, absolut. Und gerade deswegen ist so ein Fahrzeug natürlich interessant, weil ja, du eine Manufakturbauweise hast, der Kunde kann individuell bestimmen und es ist halt eine hohe Qualität. So, auch das Bett ist wirklich wunderbar, man hat wenig Hürden, kann sehr leicht einsteigen. Das ist aber, wie der Kunde wünscht. Wir haben eine riesen Garage hier drunter, wir haben das eben gesehen. Also da kannst du auch mal einen Roller und so weiter mitnehmen. Hier in der Fahrzeugklasse wird gerne auch mal ein Anhänger mitgenommen, muss man sagen, oder? Ja, richtig. Also ist ja durchaus denkbar, 3,5 Tonnen Anhängelast. Und der Kunde stellt dann da sein Wunschauto, ob ein Jimny oder ein Sportwagen oder ein Oldtimer, hinten auf den Anhänger und kann den dann ziehen. Und wie viele wissen, der Hako, Hartmut Konrad, praktiziert das ja tatsächlich auch so. Ja, ein YouTube-Kanal, einfach mal googeln, Hako, H-A-C-O. Genau. Also gib das mal ein, sehr bekannt in der Szene. Ja, und hat ja auch ein paar Videos von seinem neuen Vario Star schon eingestellt, den er jetzt bald bekommt. Und auch da macht es Spaß, mal zuzusehen. Und ich sag mal, das ist natürlich eine schöne Bestätigung, wenn so ein Kunde schon jahrelang unterwegs war mit so einem Vario Star und jetzt nochmal so ein Fahrzeug bestellt. Zum Beispiel dieser Kunde, der dieses Fahrzeug bekommt, der hat das Fahrzeug hier auf der Messe mit seiner Frau am Freitag das erste Mal gesehen. Der hat es noch nie gesehen, zwischendurch mal, als der Rohbau fertig war, aber noch nie fertig. Und die haben einen Vario Star, der ist 12 Jahre alt. Und die haben gesagt, die waren von den Socken und haben gesagt, Mensch, das ist ja Wahnsinn und es ist schöner und besser geworden, als es wir uns vorstellen konnten. Und das hat mich sehr gefreut. Die sagten, Mensch,
eure Qualität ist noch mal besser geworden. Ihr habt noch mal draufgelegt. Von anderen Herstellern haben wir gehört, naja, vor 20 Jahren konntest du den und den noch kaufen. Mittlerweile. Das ist ganz oft damals die Qualität, die war viel besser. Das waren ganz andere. Gut, da haben die vielleicht auch noch nicht so viele gebaut. Die Fertigungstechnik war ja bei vielen damals auch von außen nach innen. Das heißt, die haben erst die Kabine gebaut und dann den Einbau und mussten dann wechseln auf dem Fließband, dass die Wände erst danach ankommen. Das ist hier anders. Heiko, wir müssen Schluss machen, denn wir wollen noch ein bisschen den Leuten die Nase lang machen auf die Videos, die wir schon geschossen haben. Es kommen jetzt noch ganz viele Videos, die wir noch nicht gesendet haben, die für die etwas kältere Jahreszeit kommen. Denn ich sag mal, die Leute müssen ja auch ein bisschen was zu tun haben. Die Videos helfen schon, glaube ich, sehr, damit die Leute, du auch mal Fahrzeuge, die nicht mehr wiederkommen, also die wir jetzt dokumentieren, dass man die auch mal zeigen kann. Denn die Fahrzeuge alle sind sehr ähnlich, aber das Design, das ist auch oft Kundenwunsch und die liegen oft so goldrichtig, muss man sagen, dass man das auch anderen zeigen kann und dann übernehmen viele auch genauso, wie es ist, oder? Ja klar, weil es dann eine Vorlage gibt und manche sind vielleicht auch unsicher und sagen, oh, wie kann ich das denn schick designen? Aber wenn du die Fahrzeuge siehst, die wir so rausbringen, da war jedes Fahrzeug jetzt einfach schick und individuell und auf seine Weise irgendwie schon elegant. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das Fahrzeug in 20 Jahren alt sein wird, aber es wird so sein, denn die Mode läuft mit, aber dann könnt ihr alles entkernen, könnt das fertig machen und das fertig machen. Da ist hier nochmal die Ilse. Vielen, vielen Dank, Ilse, und bis zum nächsten Mal euch beiden. Bis denne. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.